Die Sendung wird unterstützt von Spiecher Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren. spiecher-handwerk.ch. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Ich bin jetzt mit dem Zug hierher gekommen, habe 15 Franken gebraucht für die Strecke vom Zürichsee auf Schaffhausen, halbtags, und treffe jetzt gerade einen Mann, der mit 50 Euro, also ein bisschen mehr, los ist, aber nicht so eine Kurzstrecke gemacht hat, sondern um die Welt gegangen ist. 4 Jahre ist der Christopher Schacht unterwegs gsi, und das alles per Autostopp, zu Fuß oder mit dem Segelschiff. Ein Flüger hat er nie nehmen, weil er nämlich unterwegs etwas erleben wollte und sich bewusst an die Kulturen herantasten. Der Christopher Schacht hat auf seiner Weltreise viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt und 45 Länder erkundet. 5 Weltmeer hat er mit Segelschiff durchquert. Heute darum das erste Treffen gerade auf dem Wasser, auf dem Schiff Thurgau von der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG. Schifffahrten hast du wahrscheinlich bis zur Genüge ausgekostet, auf Meer, auf See, auf Flüssen. Was kommt dir so spontan in den Sinn? Wow. Irgendeine Begebenheit, oder? Ja, tatsächlich so ein Freiheitsgefühl irgendwo. Was witzig ist, ich bin ja dreiviertel um die Welt gesegelt auf einem Schiff. Hängt Freiheit und Gefangensein so ganz nah zusammen miteinander. Denn auf der einen Seite hast du eben ein kleines Schiff, wo du manchmal für einen Monat, also meine längste Schiffsreise war für einen Monat auf so einer kleinen Segeljacht, 14 Meter. Mit 19 brichst du auf zu so einer ganz großen Geschichte, die jetzt bekannt geworden ist. Was hat dich da eigentlich geritten, dass du diese Idee gehabt hast? Ein bisschen Wahnsinn, denke ich, gehört auf jeden Fall dazu. Neugierde. Ja. Ich bin so ein Alexander von Humboldt-Typ, würde ich sagen. Mich fasziniert das, was es draußen auch in der Welt noch alles gibt. Und all diese Dinge, die ich nicht kenne, die Gerüche, die Bereiche. Und letztendlich, als ich losgereist bin, auch Freiheit. Eben nicht diesen stressigen Terminplaner zu haben, den wir westlichen Leute uns immer so pflegen. Also 4 Wochen im Voraus ausplanen. Sondern ich wollte einfach mal frei sein, nicht wissen, was der morgige Tag bringt und so von heute auf morgen in den Tag hinein. Dann gehst du mit 50 Euro los. Wie ist das gekommen? Also A, ist es ein Betrag, den jeder aufbringen kann. B, wusste ich, mir wird das Geld früher oder später ausgehen. Und wenn es mir ausgeht, dann besser in Europa, wenn ich noch irgendwo in der Nähe von zu Hause bin. Und B, neu lernen ist leichter als umlernen. Das heißt, wenn ich gleich am Anfang lerne, wie man mit wenig auskommt, dann klappt das vielleicht auch langfristig. Während wenn ich mich an einen, sag mal, guten Lebensstandard beim Reisen gewöhne, dann wird es schwierig, das später dann plötzlich umzusetzen. Dann gehst du los und glaube ich schon am ersten Abend irgendwie oder nach dem ersten Abend, der ersten Nacht in Amsterdam, hast du eigentlich irgendwie schon 35 Euro weg? Ja, alles hast du dann kurz darüber nachgedacht, hätte ich vielleicht noch eine Note mehr mitnehmen sollen? Wenn du über Wochen oder Monate hinweg deinen Freunden erzählt hast, ich breche auf diese große Reise auf und ich habe so viel vor und einen Tag später bist du dann schon vielleicht ist es heute schon vorbei, vielleicht muss ich morgen wieder nach Hause. Das nagt schon sehr an einem und ich habe dann Gott sei Dank an dem gleichen Tag sogar noch Arbeit gefunden. Und ich spreche jetzt mal kurz Schweizerdeutsch. Das verstehst du vielleicht auch mittlerweile. Du hast ja einige Sprachen noch gelernt. Also was der Typ da, ich kann es nicht anders sagen, alles erlebt hat, das war nur ein kleiner Teil, den wir jetzt gehört haben. Was er noch alles erlebt hat. Wir schauen uns das erste Mal in einem kurzen Überblick an, wo das er überall durchgegangen ist und reden dann gleich weiter ein bisschen in einem, im Moment ein bisschen gemütlicheren Ort. Hallo, wir haben hier gerade ein paar Probleme mit der Genoa.
Schönen guten Tag, mein Name ist Christopher Schacht. Ich bin mit 19 Jahren einmal um die Welt gereist und jetzt nach 4 Jahren mit 23 in Rom angekommen. Eine beeindruckende Sache, was du alles geleistet hast da. Und mir fällt auf, jetzt auch, du bist ein unglaublich sympathischer, freundlicher, offener Mensch. Dir kann es doch gar nicht so gut gehen, wie es immer so aussieht. Ich glaube, als ich 16 war, hatte ich mal in der Fernsehserie Monk diesen, diesen Schauspieler gesehen, der dann gesagt hat, er war immer schlecht drauf, bis er irgendwann so einen Autosticker gesehen hat, wo drauf stand, ob du glücklich bist, entscheidest du. Und dann meinte er, naja, eigentlich hängt das schon wirklich sehr stark mit meiner Entscheidung zusammen, dann werde ich mich jetzt mal dazu entscheiden, glücklich zu sein. Und von da an habe ich dann wirklich probiert, positiver zu denken. Das schön, aber ich find's schön. Aber gesundheitlich ging es dir aber nicht immer so ganz gut bei dieser ganzen Reise. Genau. Also Was war so die größte Herausforderung? Als ich direkt nach Südamerika kam, hatte ich erstmal einen Finger, der auf die doppelte Größe angeschwollen ist, einen Fuß, der groß war, weil ich überall Infektionen bekommen habe am Körper. Mein europäischer Körper war das einfach nicht gewohnt, diese ganzen Bakterien dort mitten im Dschungel, wenn man dann mit den Ureinwohnern da durch das trübe Wasser wartet und fischt. Und die fischen ja teilweise ohne Netze, ohne Angel, sondern schlagen mit Zweigen da oben auf das Wasser rauf. Und diese Matschfische gehen dann auf den Grund, um dort im Boden Schutz zu suchen, wenn man oben raufschlägt. Und zwei gehen voran, schlagen dann da so auf das Wasser, die anderen gehen hinterher, suchen mit ihren Händen da unten dran und wenn sie einen spüren, dann greifen sie sofort zu und so fangen die dort die Fische. Und da war ich einige Male mit, aber mit Mückenstichen unten an den Füßen und man kratzt sich ja auch im Schlaf und das hat sich alles ganz schnell entzündet. Und irgendwann war ich halt mit so vielen Infektionen da bleibt einem nur noch Krankenhaus. Du weißt ja auch seit dieser Reise unter anderem, was Hunger heißt, ja? Ja. Wo hattest du richtig Hunger und gedacht, Mensch, ich muss jetzt irgendwas kriegen, von wo auch immer? Immer wenn was da war, habe ich wirklich alles verputzt, manchmal Hühnchen, Sand, Knochen und so weiter, irgendwie praktisch um einen kleinen Vorrat zu haben. Und dann gab es auch manchmal einige Tage nichts, wenn ich dann irgendwo unterwegs war. Gerade wenn ich in ein neues Land kam, über irgendwelche Dschungelpfade oder so, von Guyana bin ich nach Venezuela mit einem Helikopter getrennt. Und eventuell hast du dann noch nicht das Geld gewechselt und bist dann da, hättest theoretisch Geld, aber kannst dir nichts kaufen, weil das Geld dort nicht gültig ist. Musst erstmal in die nächste Stadt, um das einzutauschen. Und sowas kam schon häufiger vor. Du bist von Amsterdam und Paris nach Spanien mit dem Segelboot über den Atlantik in die Karibik, nach Südamerika. Was hast du dort erlebt? Man kommt da an diesen riesen, gigantischen Kontinent Südamerika und du denkst dir, wo jetzt überall hin? Wo fange ich an? Es gibt da so viel zu erleben, zu entdecken, diese ganzen unterschiedlichen Kulturen, Gerüche. Und ich dachte, ich möchte in den Osten von Venezuela zu den Ureinwohnern. Dort gibt es so einen Stamm der Warao und die leben völlig naturbelassen auf solchen Pfahlbauten, also solchen hölzernen Häusern auf Stelzen gebaut, über dem Wasser, mitten in so einer Sumpf-Marschlandschaft und habe es dann geschafft, mich dorthin durchzuschlagen mit Missionaren letztendlich, weil dort keine Straßen hinführen, es gibt keine Infrastruktur, wo man irgendwie planmäßig dorthin kommen könnte. Und also Anthropologen, Schmuggler, Missionare und Ärzte gehen in diese ganz abgelegenen Gebiete und ich habe nicht so viele Anthropologen und auch nicht so viele Ärzte getroffen und deswegen bin ich vordergründig mit Schmugglern oder Missionaren dann in diese ganz abgelegenen... Schön unheilige Allianzen, ja. Missionare und Schmuggler. Ja, also das, was sich so ergeben hat tatsächlich, da war ich relativ pragmatisch, muss ich sagen. Und als ich dann dort war, es ist nochmal eine andere Geschichte für sich, aber als ich dann dort war, war das auch nochmal so ein ganz faszinierendes Leben. Also die Ureinwohner dort können tatsächlich mit 3 Stunden Arbeit zum Beispiel völlig auskommen, haben da ihre Subsistenzwirtschaft, bauen so ein paar tropische Kartoffeln, könnte man sagen, an, also Taro, Yamwurzel, Cassava. Und gehen fischen und du hast innerhalb von 1 bis 2 Stunden genug Fisch für die gesamte Familie zusammen, hast deine Kartoffeln und irgendwie reicht das so zum Leben. Und den Rest des Tages kannst du entweder in deiner Hängematte verbringen, die heilig ist bei den Warao. Also Schlaf ist heilig, sagen wir auch wir manchmal. Aber für die ist eine Hängematte sowas ganz, ganz Persönliches, Intimes. Und, oder du gehst jagen mit Pfeil und Bogen, bist unterwegs, vielleicht sogar Tagesreisen mit deinem Kajak, um an irgendeinem Gebiet zu einer bestimmten Frucht zu kommen und dann diese Frucht nach Hause zu bringen. Und dann hast du Saft für dich und deine Familie. Und wir gehen in den Supermarkt, holen uns den Multivitaminsaft oder Orangen- oder Bananensaft. Und für die ist das harte Arbeit, daran zu kommen. Also solche Fruchtsäfte, Fleisch, warm Wasser. Es gibt so viele Sachen, die
dass man überhaupt nicht selbstverständlich sind, die man dann noch mal ganz anders wertschätzen lernt, wenn man dort so abgeschieden lebt. Und du bist auch, glaube ich, ohne es bewusst wahrzunehmen von Anfang an, auch in so merkwürdige Kreise gekommen. Als ich zu diesen Goldgräbern wollte, unterwegs in so ein kleines Händlerdorf, wo sich die Goldgräber organisiert haben und die Händler, und habe dann dort am Strand junge Leute so in meinem Alter kennengelernt, die mir angeboten haben, ich könnte bei ihnen unterkommen, weil die Gegend sei wohl nicht so sicher und bei ihnen wäre es zwar sicherer, aber sie würden mitten im Ghetto wohnen, ob das ein Problem für mich wäre. Und dann meinte ich, naja, also ihr kennt euch hier ja schon besser aus als ich, dann komme ich mal mit euch mit, hatte die jetzt schon ein paar Stunden kennengelernt und dann gingen wir so die Straßen von Batika, heißt der Ort, runter. Die Häuser waren sowieso schon ein bisschen zerfallen, aber wurden immer erstmal schäbiger, in schlechterem Zustand. Und irgendwann kam dann so eine kleine Gasse, die 50 Meter zwischen den Häusern nach hinten führte, an so einen Hinterhof. Und dort, sandiger Hinterhof, pickten so ein paar Hühner umher, war auch so ein Stelzenhaus. In Guyana bauen sie immer erstmal das zweite Stockwerk, dann erst das erste. Also nur so ein schwebendes Haus praktisch so auf Stelzen. Da in diesem Hinterhof so ein paar alte, gammelige Couches. Und dann meinten diese Leute, die ich da kennengelernt hatte, ja, hier kannst du deine Hängematte hinspannen. Und dann habe ich das so gemacht. Die Sonne ging unter und es kamen düstere Gestalten mit völlig glasigem Blick da rein, haben so kleine Metallröhrchen hervorgeholt, vorne kleine weiße Würfelchen reingetan, das dann erhitzt, dran gezogen. Und dann dachte ich schon, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Bin dann zu denen hin und habe die gefragt, was ist denn das hier eigentlich? Ich habe gesagt, im Ghetto, aber also, da meinten die, ja, Melissa, die du hier kennengelernt hast, ist die kleine Schwester von einem der größten Drogenlords in Guyana. Und sie vertickt hier stellvertretend für ihren Bruder das ganze Crack, den Kokain, Heroin. Eine Frage noch dazu mit der Bitte, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Hast du in dieser ganzen Reisezeit etwas Illegales gemacht, um zu Geld zu kommen? Definiere illegal. Genau. So was nicht, nein. Ja, das einfach übers nicht dem Gesetz gemäß, sagen wir jetzt mal. Ja. Okay, nächste Frage. Also sei es nicht willentlich, sagen ja, wir es so. Je nach Gesetz und je nach ja. Land. Hm? Nicht willentlich. Nicht willentlich, ja. Okay, schön. Bist du voll aus dem Schneider. Also du konntest dich ja nicht oft bei deiner Familie in Deutschland melden. Wir haben eigentlich deine Eltern darauf reagiert, die waren doch ständig in Sorge, kann ich mir vorstellen. Ja, also gerade meine Mutter natürlich war sehr stark in Sorge, sodass sie nach einem Jahr gesagt haben, damit du noch weiterreisen kannst, nimm so einen GPS-Tracker mit. Wir haben Bekannte aus Brasilien, die gerade in Deutschland waren, denen haben wir so einen GPS-Tracker mit nach Rio de Janeiro gegeben. Dort holst du dir den ab und wenn du den nicht abholst, kommst du wieder nach Hause. Das war so die Bedingung und dann habe ich das natürlich auch gemacht. Es gibt kaum etwas, was du nicht getan hast. Du bist so kreativ im Durchschlagen, wenn es um Geld geht. Mit diesem Startkapital von 50 Euro. Also du kennst so ziemlich die Bandbreite der wichtigsten Berufe. Sag mal, was war so das absolute Highlight? Wow, also da gibt es mehrere, aber zum Beispiel das Goldschürfen in Englisch-Guyana mitten im tiefen Dschungel, wo keine Straßen mehr hinführen, das fand ich absolut der Wahnsinn. Das ist irgendwie so ein gelebter Männertrauma, so ja. Richtig tief dort im Urwald zu sein. Und dann, ja, mit der Schippe und dem Spaten tatsächlich teilweise dann Löcher zu graben und dann füllt man so einen Eimer und macht an 50 verschiedenen Stellen so kleine Löcher und kleine Proben und dort, wo man das meiste rauskriegt, dort fängst du dann an, noch mehr zu graben und das dann so auszuwaschen mit der klassischen Methode, dann kommt der Goldstaub raus. Zwischen Guyana, Venezuela und Brasilien, dort an der Grenze, gibt es eine unglaublich große Goldader, die ganz tief unter der Erde ist und da durch Erosion kommt immer mal wieder ein bisschen was nach oben und diesen Goldstaub holt man dann aus der Erde mit Quecksilber raus, eine hochgiftige Sache. Aber du hattest ja keine Ahnung vorher, wie das geht. Hatte ich keine Ahnung. Alles von Grund auf gelernt. Ja, genau, die Leute, die dort waren. Also das war wahnsinnig spannend. Dein Vater ist Pastor, aber ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass du mit dem Glauben nicht so viel am Hut hattest vorher. Und dann während der Reise hat sich was verändert. Du hast zum ersten Mal in der Bibel gelesen. Und mich würde interessieren, was hat sich da entwickelt in deinem Leben?
Also ich bin ja dann in einem christlichen Elternhaus groß geworden, getauft, konfirmiert. Und ich dachte immer deswegen, ich wüsste über das Christentum Bescheid. Also wenn ich nicht als Pastorskind wäre, wüsste dann darüber Bescheid. Und trotzdem hat mir das jetzt nicht so viel gegeben. Ich fand das eher ein sehr, sehr starkes Pflichtgefühl, auch eine große Erwartung auf dem Dorf, dass du, ja, weil du Pastorskind bist, hast du dich auf diese Art und Weise zu benehmen. Oder du musst, sag jetzt mal, auch immer zu den wichtigen Feiertagen im Gottesdienst sein. Und ansonsten ist es ein schlechtes Bild für die Familie. Und all solche Sachen haben mich eigentlich eher davon abgeschreckt vom Glauben. Und trotzdem dachte ich, dass es schon einen großen Sinn macht, dass es einen Schöpfer dieses Universums gibt. Also wenn man sich die Komplexität unseres Organismus anschaut, überhaupt diese ganzen Zusammenspiele der ganzen Umwelteinflüsse, das ist unglaublich faszinierend. Und dann dachte ich, dann gibt es höchstwahrscheinlich schon einen Schöpfer. Aber dass alle jetzt dem Christlichen ausgerechnet hinterherhängen, das kann ich nicht unbedingt nachvollziehen. Und mein Vater, gut, der hatte auch irgendwo eine schwere Kindheit und sagt er immer so ein bisschen, hat er sich nach einem himmlischen Vater gesehnt, dann kann ich das psychologisch auch verstehen, aber ich brauche das jetzt nicht so unbedingt. Ich habe doch da so keine Probleme irgendwie, ich bin doch kein Schwächling, dass ich jetzt glauben bräuchte. Und dann bin ich so losgereist und habe dann aber tatsächlich genau diese Note dann immer mal wieder entdeckt, dass ich nämlich doch nicht stark genug war und dass doch meine Kräfte nicht ausgereicht haben, wenn ich dann hungrig war an den Ausläufern von Paris. Und ich wusste jetzt nicht, ja, wie ich an Essen kommen soll und habe gebetet, Gott, kannst du mir nicht was zu essen bringen? Und dann hielt plötzlich ein Auto neben mir. 2 Minuten nach diesem Gebet hat die Fensterscheibe runtergemacht und so ein Alupaket rausgereicht. Ich dachte, hä, was ist das? Nimm das. Die Fensterscheibe getönt, fährt sofort wieder hoch. Ich konnte den Insassen nicht mehr sehen. Auto fährt weg. Ich mache das Alupaket auf und da ist eine Pizza Mozzarella drin. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und das ist mir so häufig wieder passiert mit Versorgung für Essen, na, Unterkunft, Visa und all solchen Sachen. Es ist fast so, als hätte mich die ganze Zeit jemand an der Hand geführt auf dieser Reise und so mitgenommen auf dieser Reise. Und da gibt es sicher auch Leute, die sagen, ist es nicht auch ein bisschen naiv und einfach? Da läuft einer los mit ein paar Euro in der Tasche und dann soll der liebe Gott dafür zuständig sein, dass er da eine Pizza rechtzeitig kriegt. Richtig, total. Also, und das, ich denke, das ist auch so eine Sache, die kann man, oder die würde ich auch auf keinen Fall pauschalisieren. Man denke nur an all die Leute anderswo auf der Welt, die vielleicht existenziell Hunger leiden und beten und es kommt nichts. Eine der stärksten Stellen der Bibel, finde ich, wenn Jesus am Grab seines guten Freundes Lazarus steht und die Bibel sagt, er fängt an zu weinen. Und wenn ich mir das vorstelle, Gott weint mit uns wegen dieses Leides, tatsächlich eine Sache, die mir ins Herz geht. Und das merke ich jetzt auch, dass es mit dir was macht, wenn du das erzählst. Finde ich auch schön, dass du irgendwann mal beschlossen hast, während dieser Reise alles aufzuschreiben, das in Buchform herauszugeben und einem Online-Magazin anzubieten. Mhm. Und in Verbindung damit ist was ganz Neues abgegangen, was dein Leben dann echt bereichert hat. Und da wollen wir uns jetzt ein paar Ausschnitte anschauen. They want to say hello. Michael, herzlich willkommen jetzt bei uns in der Sendung. Ja, danke. Ich freue mich, dass ich die da bin. Die andere oder bessere Hälfte, je nachdem, wie? Besser, ihr das definitiv. Anders. Eine Definitionsfrage. Wunderbare Bilder, die wir gesehen haben. Du hattest ja damals einen Online-Artikel gelesen über Christopher und du warst in Deutschland. Du hast ihm dann geschrieben. Warum eigentlich? Irgendwas hat mich gefesselt. Ich konnte noch nicht genau sagen, was es ist. Aber ich habe mich danach komplett anders gefühlt und dachte, ich muss ihn mal anschreiben und rausfinden, was es ist. Und habe ihm dann einfach geschrieben. Ich habe einfach nur geschrieben, ich finde es cool, was du machst. Was hat dich besonders angesprochen an ihm? Zum einen habe ich den ganzen Artikel erstmal nur gelesen unter dem Motto, das ist ein Weltenbummler, der einfach trennt. Und im letzten Teil des Artikels hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass er andere für Gott und die Nächstenliebe begeistern möchte und selber total begeistert ist. Und ich habe das ihm total durch den Artikel abgekauft. Und irgendwie war das so ein Gefühl von Verbundenheit, das da war, das einfach so stark war, dass ich gesagt habe, da will ich forschen, was da noch mehr dahinter ist. Ja. Also es entstand dann eine enge Brieffreundschaft zwischen euch und ihr habt 15 Monate E-Mail-Kontakt gehabt und dann irgendwann mal hast du beschlossen,
ihn zu treffen. Das erste Mal, das erste Date in Mumbai in Indien. Hey, Indien, wunderbares Land, war ich jetzt, habe ich besucht. Aber ehrlich, Mumbai hätte ich jetzt nicht spontan als erstes Land aus, als erste Stadt ausgesucht für ein Date. War auch der teuerste Kaffee meines Lebens, ja, definitiv. Es hat sich halt so ergeben, dass er gerade in dieser Zeit, in der ich zu mir gesagt habe, Mädel, entscheide dich, was du möchtest. Dann war er in Indien, also habe ich so ein bisschen abgecheckt, wie er dazu steht, wenn ich vorbeikäme. Und er meinte dann auch so, ja, wieso kommst du nicht eigentlich mal vorbei? Und dann dachte ich, das ist eigentlich der Satz, auf den ich gewartet habe. Schön, dass er endlich mal kommt. Und dann dachte ich, komm, nächste Woche Indien, Mumbai. Wo muss ich mir euer erstes Treffen vorstellen? Ja, er kennt euch schon ein bisschen vom Hin- und Herschreiben. Vielleicht kennt ihr euch noch besser als andere, die sich ständig sehen. Aber trotzdem, es gibt dieses erste Mal, sieht man sich. Wo war das irgendwo? Völlig romantisches Umfeld, ja, oder lärmig und, und eben wie es halt ist in so einer Großstadt in Indien? 6 Uhr morgens am Flughafen in Mumbai. Okay. Eine Menge. Genau, kann man sehen. In einer riesigen Menschenmenge, irgendwo siehst du sie da am, genau, Horizont auftauchen. Durch die Gates, ja, kam sie durch und ich habe sie schon zuerst gesehen, habe mich aber noch nicht gezeigt, sondern bin erstmal so parallel so ein bisschen gelaufen und habe sie kurz beobachtet und dachte, meine Güte, die sieht ja noch besser aus, als ich das dachte. Und okay, das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn du 15 Monate miteinander täglich geschrieben hast, viele Dinner, 4 Seiten, du kennst diese Person so gut, aber du triffst sie zum ersten Mal. Und für mich war das schon so ein kleiner Rausch. Ja. Und ich dachte am Anfang dann sofort, nein, auf keinen Fall mehr als Freundschaft. Ja? Ja. Bei dir war es überhaupt nicht so? Nee, ich habe von Anfang an dann auch gedacht, nee, ist nicht so, aber habe ich ja auch erwartet. Also ich bin tatsächlich mit dem Gedanken hingeflogen, zu 70%, glaube ich nicht, dass daraus was entsteht. Aber diese restlichen Prozente, die könnte ich nicht loslassen. Ich glaube, ich würde mich mein Leben lang fragen, was wäre, wenn da doch trotzdem was daraus entstanden wäre. Ihr wolltet euch so wie ohnehin zu einem Kaffee verabreden. Und du hast vorher gesagt, der teuerste Kaffee meines Lebens. Also mit den ganzen Nebenkosten, meinst du? Richtig. Nee, den Kaffee habe ich übrigens Ihnen bezahlen lassen. Es war ein günstiger Kaffee, so ein kleiner Tetrapack-Kaffee, der erste. Also später sind wir dann tatsächlich nochmal in den Kaffee gegangen. Ja. Aber ihr habt einige Tage da miteinander verbracht. Und dann, wie war das eigentlich für dich, dann nach 10 Tagen wieder zurück? Hast du insgeheim erhofft, dass er die ganze Geschichte abbricht und mitkommt? Oder konntest du nicht damit rechnen? Nein, das habe ich weder gehofft noch überlegt. Nicht gehofft? Nee, nicht gehofft. Okay. Also zudem muss ich ja auch sagen, dass ich zu 1% vielleicht, aber ich würde fast sogar sagen, zu 100% hätte ich nicht erwartet, dass wir so schnell zusammenkommen und dass ich solche Gefühle für ihn entwickeln kann. Also das war komplett, vielleicht, dass man irgendwelche Gefühle entwickelt, aber diese Gefühle, das hätte ich echt nicht gedacht. Und demnach habe ich auch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie es ist, wenn ich wieder gehe. Weil ich nicht gedacht hätte, dass mich jemand so schnell so ans Herz wachsen kann. Und dann, ja. Ist interessant, du drückst das alles so mit Zahlen aus. Zu 70%, ja, zu 1%. Ich wollte das sehr rational durchdenken. Ja, und dachte, das hört okay, sich auch so an. Was ist denn auch wichtig? Haben mir so viele Gedanken gemacht, bis ich eben zu dem Entschluss gekommen bin, weißt du was, fahr hin und find's raus. Und dann. Und für dich war es klar, die Reise geht weiter, an dem Punkt auch? Ja, aber schon schneller. Okay. Schon schneller. Also ich bin von dem Zeitpunkt in nur 3 Monaten von Indien, was tatsächlich doch ein bisschen näher dran ist, als wir das so meinen, wieder nach Hause gekommen. Mhm. Also 3 Stunden Zeitverschiebung sind es etwa von hier nach Indien. Und das habe ich dann auch in 3 Monaten über den Mittleren Osten wieder zurück überbrückt, um dann zu dieser schönen Frau nach Italien zu kommen, wo sie gerade in einem Auslandsjahr war und dann über romantische Wege der Toskana, Venedig und so weiter, dann zusammen nach Deutschland wieder zu reisen. Meine Heimkehr dann mit einer Frau an meiner Seite, was ich nicht gedacht hätte, wenn du durch 45 Länder reist und kommst mit einer Deutschen wieder nach Hause nach 4 Jahren. Das ist schon echt. Also Karl, du bist durch den Erfolg des Buches jetzt auch richtig eine öffentliche Person geworden, mit vielen Talks. Du bist dabei, auf jeden Fall, jetzt auch immer. Und durch diese Hochzeit natürlich seid ihr jetzt beide auch öffentliche Personen. Habt ihr da eine Message, auch als Paar? Ich glaube, es gibt mehrere. Jetzt für uns als Paar, denke ich, wollen wir auf jeden Fall auch die Message weitergeben, dass es sich lohnt, in langfristige Beziehungen zu investieren und dass wir auch definitiv an langfristige Beziehungen glauben. Ich meine, wir sind beide jung, würde ich jetzt mal so sagen, 25. Sehr jung zum Heiraten, ne?
nicht jeder heiratet mit 25, warum macht man das? Ja? Und ich denke, da stecken dann ganz viele kleinere Nachrichten noch dahinter, aber die große wäre dann tatsächlich, dass wir sagen, es liegt eine unheimliche Schönheit darin, in Verbindlichkeit zu einer Person. Eine Schönheit, die ich glaube, dass ich sie in einer vermeintlichen Freiheit, was Beziehung angeht, nicht gefunden hätte. Ja, wir leben in einer Welt, in der viele Leute, sag ich mal, im Kreisverkehr fahren und sich möglichst alle Optionen offen halten wollen in jede Richtung, aber dann kommst du auch nirgendwo hin. Und dann zu sagen, hey, irgendwann hast du eine Person gefunden, da gehst du dann vielleicht all in für dein ganzes Leben, ist schon eine verdammt lange Zeit, aber je länger ich mit ihr zusammen bin, desto sicherer bin ich mir einfach, dass das die richtige Entscheidung war. Ja. Schönes Bild mit dem Kreisverkehr. Nach 4 Jahren auf Wanderschaft bist du zurück. Und ich frage mich, war es eigentlich schwierig für dich, wieder im Alltag anzukommen? Das meint man häufig so, dass Leute zum Nomadengehen haben und nicht an einem Ort bleiben können. Und trotzdem war das für mich irgendwie sehr, sehr fließend, der Übergang. Ich kam zurück, habe meine Familie wieder gesehen, erst mal 2 Wochen mit dem in Urlaub. Das war total schön, dass sich das so ergeben hat. Dann das Studium, die Verlobung, die Hochzeit und irgendwie, vielleicht hatte ich auch gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen, bin ich jetzt eigentlich schon angekommen, sondern das kam so sehr, sehr fließend. Was ist noch zu erwarten von euch also in den nächsten Jahren? Gibt es da schon Pläne konkret? Viel. Also wir wollen zusammen vor allen Dingen Glaubensinhalte auch thematisieren in modernen Medien, also mit Videos und Ähnlichem, um das erreichbarer gerade für junge Leute zu machen, die viele Fragen haben, die wir auch selber lange Zeit hatten und wo man vielleicht auch selber immer noch weiter am Lernen ist und immer noch unterwegs ist. Und das mehr näher zu Menschen zu bringen, das liegt uns sehr am Herzen und da wollen wir in Zukunft hin. Und zwischendurch passieren, denke ich, noch eine ganze Menge andere verrückte Sachen. Studium beenden beide und Familienplanung, wie das Ganze so ist, ist auch ein sehr schöner Gedanke, denke ich. Ja, und ein Riesenprojekt. Ja. Ich danke euch ganz herzlich fürs Kommen, für die Ehrlichkeit, für den Austausch, für die Offenheit. Alles Gute. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön, war super. Mehr am Montagabend am 8. auf Radio Live Channel. Und jetzt gibt es natürlich noch Sachen zu gewinnen bei uns. Es gibt nämlich ein Gutschein für eine Brunchfahrt auf so einem Schiff, wie das eins ist, für 2 Personen. Gesponsert von der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG. Und dazu an, wir haben es vom Reisen gehabt, 10 Marco-Polo-Reiseführer gesponsert von Marco Polo. Dort müssen Sie uns einfach sagen, welches Land, das Sie gern hätten als Reiseführer. Schreiben Sie uns, welchen Verlosungspreis Sie gern haben möchten, bis am nächsten Donnerstag an die Adresse, die wieder eingeblendet ist. Wir dürfen Sie einladen, am nächsten Wochenende sehen Sie Talin Baumann, dann heisst Sehnsucht nach Heimat. Und in 2 Wochen ist Veronika Schmidt bei mir zu Gast. Sie ist Sexologin. Und das Motto heisst dann 5 vor 6. Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Die Sendung wurde unterstützt von Spiecher Handwerk AG, Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren. Spiecher-handwerk.ch